سلام كمسك الختام عليكم محيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Die Muslime beten aufgrund des Gebetes auch von Ibrahim عليه الصلاة والسلام am Anfang ihres Gebetes, das Gebet, was ihr auch kennt. Und zwar sagen wir, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bi thalika umirtu wa ana min al muslimin, und im Koran, wa ana awwal al muslimin. Das ist ein Iftitah Takbir Gebet, das heißt ein Eröffnungsgebet zum Gebet allsamt, so das fünfmal tägliche Gebet. Die Verneinung des Schirks, die Verneinung des Taghuts und dass La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah zu einer Lebenseinstellung, zu einer Lebensweise zu machen, zu prägen, prägen lassen, leben und leben lassen. Das La ilaha illallah haben wir angefangen zu erklären. Wir machen auch inshallah heute damit weiter, diesbezüglich des ersten Verses von Suratul Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Das ist die größte Wissenschaft, haben wir letztens gesagt, zur Wiederholung nochmal. Die größte Wissenschaft ist die Wissenschaft des La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Das ist nicht nur die Grundlage der Religion, also La ilaha illallah ist nicht nur die Grundlage der Religion, denn La ilaha illallah ist die Religion. La ilaha illallah ist eigentlich die Zusammenfassung von 6236 Versen, beziehungsweise die 6236 Verse sind die Interpretation, das Tafsir von La ilaha illallah. Diesbezüglich auch einige Sachen, die in der islamischen Gesellschaft ein bisschen falsch erzählt werden. Es wird erzählt, der Prophet hat 13 Jahre lang in Mekka den Tawhid erklärt und dann hat er in Medina das erklärt, das stimmt eigentlich gar nicht so. Denn der Prophet hat mit dem Tawhid angefangen zu erklären. Der Höhepunkt der Erklärung war der Tawhid gewesen. Und das Ende war auch der Tawhid gewesen. Das heißt, der Tawhid ist eine Sache, mit dem die Risalatul Anbiya, das heißt die Botschaft des Propheten bzw. aller Gesandten, angefangen und aufgehört hat. Es ist die größte Wissenschaft im Islam, die Tawhid-Wissenschaft. Alle anderen Sachen, yani, die man macht, bevor man die Tawhid-Wissenschaft nicht gelernt hat, sind nicht erlaubt. Yani. Denn das ist die Basis der Religion. Ihr wisst, in der Sura im Koran, im Sura Muhammad, im 19. Vers steht geschrieben, jeder kennt das, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Das heißt, du sollst wissen oder wisse, das ist ein Emre Hasil, إِعْلَمْ يَعْنِ, dieses فَعْلَمْ heißt sofort, und dann إِعْلَمْ, فَعْلَمْ eigentlich, فَعْلَمْ sagt, liest man aber. Du sollst sofort wissen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dort eigentlich auch gar keine Zeit, um andere Sachen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Natürlich, ihr habt das schon mehrmals gehört, ihr werdet das auch mehrmals noch hören. Leider, denn Gottes mit Hören und mit Sagen und mit Koranprojekten oder Tafsir-Unterrichten oder Demonstrationen oder was weiß ich für Sachen, ist die Sache eigentlich nicht im Kasten, sage ich. Das Tawhid hat Bestimmungen, hat Bedingungen und diesbezüglich will ich heute über die Bedingungen des Tawhids noch mal was sagen. Weil einer, der das Wort La ilaha illallah nicht versteht und er sagt La ilaha illallah, es heißt schon mal gar nicht, dass er Moslem ist, beziehungsweise dass er Muwahhid ist. La ilaha illallah hat Bedingungen, Voraussetzungen, Erkan sagt man dazu, also Grundlagen, die man erfüllen muss, um das zu leben. Wie gesagt, der Islam ist La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Auch in unserer Fahne, die Tawhid-Fahne, reflektiert dieser Kalime Tawhid an unseren Himmeln in den islamischen Ländern.
in unterschiedlichen Farben, ob das jetzt weiß, schwarz, grün, blau, rot oder sowas anderes ist, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass die Fahne des Islams, dass wir das zu unserer Fahne, Ra'yatul Islam, gemacht haben. Und auch zu unserer Lebensaufgabe gemacht haben, zu unserer Lebenseinstellung gemacht haben, dieses Wort siegreich, siegreich auf allen Erden, auf allen Kontinenten, auf alle Territoriums auf dieser Welt zu durchbringen, inshallah. Über die Säulen des Tawhids, ich weiß, ihr habt schon sehr, sehr viel darüber gehört, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, zählt mal die Säulen des Tawhids auf oder zählt mal die Bedingungen des Tawhids auf, dann wird es natürlich wieder an allen Ecken mangeln. Aber at-takraru ahsan walau kana yusaksan, das heißt, die Wiederholung ist gut, auch wenn es 180 Mal ist, sagt man in der Madrasa-Schulen, also in den islamischen Hochschulen des Anfang des Islams. Die Wiederholung ist immer gut und diese Unterrichte sind natürlich immer wieder eine Wiederholung. Wie auch der Koran natürlich eine Wiederholung ist an die ganze Menschheit, das heißt eine Erinnerung. In huwa illa zikrun lil alamin. Der Koran ist nichts als eine Erinnerung an allen Menschen, das heißt, er bringt eigentlich nichts Neues und wir erzählen natürlich auch hier auch nichts Neues. Aber wenn ihr das seht und ihr werdet euch, wenn wir uns selber zur Rechenschaft ziehen an diesen Maßstäben, Bedingungen, auch wenn wir das überhaupt machen, dann sehen wir, oh mein Gott, bin ich überhaupt Muslim, ja, weißt du? Oh, bin ich überhaupt Muslim? Ohne dass ich jetzt auf die Schiene von Hardcore-Takfiris jetzt rutschen. Aber das ist auch eine wichtige Sache, Jan. Also, viele sagen halt, es gibt 1,8 Milliarden Muslime. Heute, das wäre schon praktisch gesehen, statistisch gesehen, die größte Religion der Welt, also das Christentum kommt nicht davor. Aber der Tawhid, beziehungsweise die Tawhid-Wissenschaft, die Muwahhidun, mangelt an jeden Ecken in dieser islamischen kranken Umma leider heutzutage. Daher sagen wir heute die Bedingungen des Tawhids auf, die das A und O im Islam sind eigentlich, ja, ne? Das ist genauso, wenn ihr zum Beispiel sagt, ach Gott, ich bete jetzt das Nachtgebet und ich werde in dem ersten Rekka von dem Nachtgebet 300 Seiten Koran lesen und werde in dem zweiten Rekka des Nachtgebets nochmal 300 Seiten lesen, werde also praktisch gesehen ein Hatim machen und werde also in der Niederwerfung in Sejde im Sujud, werde ich sagen, mal eine halbe Stunde bleiben und richtig Power und so, werde sogar noch von mir aus heulen im Gebet, aber ich habe dieses ganze Gebet ohne Wudu gemacht, das heißt ohne Abdest gemacht, dann bringt dieses ganze Gebet nicht. Da kannst du heulen, bis dir das Hirn aus der Nase rauskommt. Das bringt nichts, denn warum? Diese Bedingungen wurden nicht eingefüllt. Siehe zum Beispiel das Wudu von dem Abdest, von dem Nachtgebet. Wenn das nicht vorhanden ist, dann bringt das Gebet natürlich auch nichts. Und wenn von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah keine Bedingungen da sind, dann bringt der Tawhid, leider den Gottes, auch nichts. So oft diese Leute auch, wir sind Muslime, sind, sagen sollten. Die Erkan, das heißt die Rücken, die Voraussetzungen des Tawhids sind zwei Sachen. Das kennt ihr. Das Kelime-Tawhid besteht aus zwei Wörtern, beziehungsweise aus zwei Fundamenten. Das erste ist La Ilaha und das zweite ist Illallah. Die Gelehrten, beziehungsweise die Literaturgelehrten sagen, das erste ist Nefi und das zweite ist Qabul. Das heißt, man sagt erst La Ilaha, es gibt keine Gottheit. Und dann sagt man Illallah. Erst kommt die Verneinung und dann kommt die Bestätigung. Yani, erst den Kufur, das heißt erst die Verneinung, das Negieren und dann Illallah. Bevor man nicht La Ilaha sagt, bevor man die falschen Götter nicht leugnet, bevor man die Tawhid nicht leugnet, bringt Illallah nichts. In der Türkei gibt es zum Beispiel einige Sekten. Die machen Zikr, also in Anführungsstrichen Zikr, und sagen dabei Illallah, 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 Illallah. Yani, die sagen zum Beispiel kein La Ilaha, die sagen nur Illallah, nur Allah, nur Allah, nur Allah, nur Allah. Das ist falsch. Das Kelime-i-Tevhid besteht aus La Ilaha und Illallah. Ich habe zu Hause ein Buch auf Türkisch, das würde ich euch empfehlen auch zu kaufen, diejenigen, die das Internet zumindest zuhören, geschrieben von Mustafa Çelik, ist circa so dick, also circa 700 Seiten. Und die Übersetzung ist nur von La. Das Buch heißt auch La. Das Buch heißt auch La. Also Mustafa Çelik, das Buch heißt La. Ist ca. 500, 600, 700 Seiten lang. Es geht nur um das mit Übersetzung von das La bei Illallah. Und das ist wirklich ein Problem. Also
Manchmal, wenn ich solche Sachen auch vorbereite, dann frage ich mich auch selber diesbezüglich, habe ich denn wirklich auch alle falschen Götter leugnen können? Richtig leugnen können. Also auf jeden Fall, diese erste Bedingung, Erkan sagt man dazu, ist im Islam, ist im Tawhid, die Verneinung, das Nafi, La Ilaha. Und dann, das zweite ist das Kabul, beziehungsweise man sagt auch El Isbat, die Bestätigung, ist Illallah. Hatta man sagt, La Ilaha süpürgesi ile yolunu temizlemeyen, Illallah sarayına varamaz. Das heißt auf Deutsch, denjenigen, die mit dem La Ilaha Feger den Weg nicht sauber machen, werden in das Schloss von Illallah nicht hereinkommen. Okay? Ganz einfach. Ganz einfach. Zwei Wörter. La Ilaha Illallah. Also der Islam fängt eigentlich, der Iman, das ist ja auch sehr wichtig, der Iman fängt eigentlich mit dem Kufr an. Das heißt, bevor ihr Iman macht, müsst ihr erstmal Kufr machen. Nicht auf Menschen erstmal, aber auf die falschen Götter. Diesbezüglich können das auch natürlich Menschen oder wie es zum Beispiel heute ist, die Systeme, das große kapitalistische System, das natürlich an ganz oben steht. Und unter dem kapitalistischen System sind halt das Kommunismus, die Demokratie, das Sozialismus etc. Das, in meinen Augen sind das nur die Kinder des Kapitalismus. Das heißt, es geht gar nicht hier um Kommunismus und was anderes. Es geht einfach nur um diese Machtwirtschaft auch bezüglich der Banken auf dieser ganzen Welt. Das ist alles Tarot, das ist alles La-Ilaha-Kategorie. Was in diese La-Ilaha-Kategorie reinkommt, das heißt, was man alles verneinen muss, um zum Illallah-Schloss zu kommen, das ist eine ganz, ganz große Sache. Das ist der Koran. Was muss ich alles verneinen, um ins Illallah-Schloss zu kommen? Diejenigen, die zum Beispiel nationalen Stolz haben, die Fahne gehört auch unter La Ilaha dabei. Nein. Zum Beispiel, ich sag mal, eine ägyptische Fahne, eine ägyptische Staatsfahne, eine kurdische Staatsfahne, eine türkische Staatsfahne oder eine deutsche Staatsfahne, die diese Tawarit repräsentieren, bevor man diese Sachen nicht verleugnet hat, bist du Muschrik. Du wirst nicht als Islam akzeptiert. Das ist auch nicht nur der Sicht der kompletten Ahl-Sunna. Das heißt, du musst den Tawhid verleugnen. Und das, was den Tawhid präsentiert, auch. Und jetzt kontrolliert mal eure Herzen und fragt mal nach, haben wir diese Sachen alle verneinen können? Verneinen können. Das heißt, es ist sehr viel Dreck noch da, um überhaupt, oder Barrikaden, sage ich mal dazu, nicht nur Dreck. Es ist sehr viel Dreck, Barrikaden, Deiche noch da, um in dieses Schloss von La Ilaha Illa, beziehungsweise in das Schloss des Tawhids von Illallah hereinzukommen. Diesbezüglich sagt auch Allah im Koran, Astaizu billah, qadda bayyana ar-rushd min al-ghay. Somit ist das Wahrhaftige vom Falschen klar geworden. Faman yakfur bit-tagut, derjenige, der den Tagut, das heißt derjenige, der die falschen Götter verleugnet, wa yu'min billah und danach Allah glaubt. Seht ihr? Er sagt nicht, wer yu'min billah, wer yakfuru bit-tagut. Er sagt, die es erst den Tagut leugnen und danach an Allah Iman machen. Erst kommt die Verneinung und dann kommt die Akzeptierung. Du kannst nicht akzeptieren, bevor du nicht erst verneint hast. Das geht einfach nicht. Um hier ein neues Haus zu bauen, musst du dieses Haus erstmal runterreißen. Und dann kannst du das neue Haus bauen. Diejenigen, die den Tagut, das heißt La ilaha sagen, wer yu'min billah und danach illallah sagen, فَقَدِسْتَمْسَكَ بِلْهُرْوَةِ الْوُسْكَى لَنْ فِسَّامِ لَهَا. Also in Bakara 256. Das heißt, diejenigen, die haben wahrhaftig den richtigen Weg kennengelernt. Diesbezüglich, ihr wisst, in der Surah al-Yusuf kommt sowas ähnliches vor. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Also es gibt keine Souveränität außer Allah. Es gibt keinen Gesetzgeber außer Allah. Zalika dinul kayyim. Wenn ihr das gerafft habt, das ist die wahrhaftige Religion, das ist der Islam, ja, inil hukmu illa lillah, ohne jetzt mit, damit irgendwelche Leute mit Khawarij oder sowas ankommen. Inil hukmu illa lillah, zalika dinul kayyim. Wenn ihr das verstanden habt, dass die Souveränität einzig und allein Allah gehört, dann habt ihr die wahrhaftige Religion gemacht. Walakin aksara an-nas la ya'lamun. Bloß leider wissen das die Mehrheit der Menschen leider nicht. Und dieser Tawhid,
Diese Tawhid-Wissenschaft, das heißt die Wissenschaft von La ilaha illallah, hat Bedingungen. Und diese Bedingungen, sagen unsere Gelehrte, werden in 8 Kategorien unterteilt. Und die gehe ich nur mal ganz kurz durch, damit ihr das mal gehört habt. Diese Bedingungen, also es reicht nicht einfach La ilaha illallah zu sagen, das reicht einfach nicht. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, man muss erstmal die Sachen verleugnen. Diesbezüglich, ich gebe nochmal einen Tipp von mir, so als, wie sagt man heute in Deutschland, ist ja Mode geworden, als Dawa-Denkanstoß oder sowas. Oder so, ne? Wenn ihr einen Atheisten habt, also einen Atheisten, ja, einen Gottlosen, sage ich mal, ne? Okay? Ein Atheisten, und er sagt, ich glaube nicht an Gott, und ihr wollt mit ihm versuchen, den Islam zu verkünden, das heißt, wie man so sagt, Dawa machen, dann sag doch zu ihm, du hast schon mal die Hälfte des Islams. Sag zu dem Atheisten, ihr habt schon mal die Hälfte des Islams. Mach die andere Hälfte schon. Guck, du hast La ilaha gesagt, jetzt musst du nur noch Illallah sagen. Das heißt, er hat schon mal, dieser Atheist hat schon mal die falschen Götter negiert, verneint, Nefi gemacht. Er sagt, ich bin Atheist. Er muss nur noch sagen, Illallah. Das ist so ein Tipp von mir, das kommt manchmal sehr gut an bei den Leuten, auch als Denkanstoß vor allem. Und reizt dann auch natürlich zu anderen Türen und Brücken auf. Die erste Bedingung des Tawhids ist, weißt du es, hast du das damals noch gelernt? Was ist denn das? Ich hab's vergessen. Gut, eine Sache. Assad. Das erste ist Ilim. Das Wissen über La ilaha illallah. Tama. Willst du das weiter? Das Thema auch, was du noch so weißt. Lass mich aufzählen. Das erste ist Wissen. Das zweite ist Bestätigung. Das dritte ist Ihlas. Das vierte ist Ehrlichkeit. Das fünfte ist Liebe. Das sechste ist Ausführen. Das siebte ist die Tawhid leugnen. Das achte ist akzeptieren. Kabul. Kabul. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber er hat es wirklich hingekriegt. Okay. Gut, um das nochmal auszuführen, beziehungsweise nochmal zu erklären. Der erste Punkt der Bedingung ist das Wissen natürlich. Das ist, was wir auch eben gesagt haben. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wisse, dass es nichts Anbetung führt und nichts. Das heißt, das Ilm. Ihr könnt nicht la ilaha illallah sagen, bevor ihr nicht wisst, was la ilaha illallah ist. Das heißt, ihr müsst erstmal la ilaha illallah gelesen, studiert haben und was weiß ich. Ihr müsst das Wissen dazu aneignen. Das ist die erste Bedingung, das Ilm. Ihr müsst das Wissen, das Ilm müsst ihr wissen von La ilaha illallah. Dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah. Diesbezüglich, wir haben gesagt, in der Surah Muhammad im 19. Vers. Das zweite ist, die zweite Bedingung des Tawhids ist Al-Yaqin. Al-Yaqin. Al-Yaqin ist die feste Überzeugung. Im Koran kommt Yaqin auch in manchen Versen vor. Aufpassen, da heißt das nicht feste Überzeugung, da heißt das der Tod. Fabut hat da, wie heißt das? Ist das, oder? Fabut hat da Atiyaka al-Yaqin. Yaqin. Bete so lange Allah an, bis das Yaqin zu dir kommt. Yaqin ist hier der Tod. Und nicht was anderes. Also es gibt manchmal irgendwelche hirnspinstige Sekten, und da gibt es irgendwelche Sheikhs, das hat unser Rahmet Loja erzählt, als er noch in Erzurum gewesen war. Er hat gesagt, das ist halt wirklich eine Geschichte von 40, 50 Jahren. Er sagt, ich war in der Moschee in Erzurum, also in Ostanatolien. Auf einmal kam ein Sheikh. Und der Sheikh sollte abends einen Vortrag halten. Und es kam das Asr-Gebet. Alle haben Asr gebetet, aber er nicht. Na okay, haben wir gesagt, vielleicht hat er das schon gebetet. Auf einmal war es Marib-Gebet, also Akshan nochmal so gemischt. Alle haben das Abendgebet verrichtet. Jo, er hat nur das Abendgebet nicht verrichtet. Wir haben aber das Abendgebet verrichtet. Und dann wurde irgendwann das Nachtgebet und wir haben es wieder verrichtet und diesbezüglich zwischendurch sind immer die Vorträge gewesen. Und das Jatsnamas ist dann auch durchgegangen, das Isha-Gebet, und er hat wieder nicht mitgebetet. Und dann habe ich dann den Leuten gefragt, warum betet der Sheikh nicht? Und daraufhin haben sie ihm gesagt, er braucht das nicht mehr. Das Yaqin ist zu ihm gekommen. Im Koran steht geschrieben, Fabut hat da, bete so lange, bis das Yaqin zu dir kommt. Und er meinte, dass das Yaqin zu ihm kommen ist. Diese Leute, diese durchgeknallten Leute, sagen,
Wenn du so lange betest oder irgendwelche Sachen im Islam machst, das heißt Fasten, Pilgerfahrt etc. und so, irgendwann erreichst du so eine Position, dann gibt es für dich keine Verbote und erlaubte Sachen mehr. Für dich gibt es kein Halal mehr und kein Halal mehr. Du hast es dann erreicht, das Yaqin ist dann zu dir gekommen. Also das Yaqin wäre dann diesbezüglich noch niemals zum Propheten gekommen, aber bei diesen Leuten ist es gekommen. Andere Sache. Also das Yaqin hier ist nicht so, also das ist nicht der Tod, auf jeden Fall nicht. Oder eine andere Sache, das ist die feste Überzeugung. Das heißt, derjenige, der La ilaha illallah sagt, der muss nicht nur das Wissen dazu haben, das heißt, er muss auch die feste Überzeugung dazu haben, dass La ilaha illallah das wahrhaftige Wort ist, beziehungsweise wer hier Kelimatul Ulya, das höchste aller Wörter ist. Das ist eine zweite Bedingung. Und diesbezüglich steht auch im Koran geschrieben, in der Surah Hujurat im 15. Vers, als Ergänzung dazu. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Nicht zweifeln. Das heißt, der Zweifel ist hier ausgeschlossen. Wenn ihr über La ilaha illallah ins Zweifel kommt, schwankt euer Iman im Keller. Aber ich weiß, dass jetzt durch eure Köpfe dieser Satz durchgeht. Ja, aber manchmal denke ich so krasse Sachen über Allah oder ich denke manchmal so krasse Sachen über den Propheten, dass ich sogar denke, oh mein Gott, jetzt bin ich Kafir geworden. Das ist das nicht. Das müssen wir ganz wichtig, das müssen wir unterscheiden. Sie kamen zum Gesandten, alaihissalam, und haben gesagt, ja, Rasulullah, mir kommen Sachen durch den Kopf, ich zweifle auf einmal oder die Sachen gehen durch mein Herz und ich sage, meine Sachen sagen über mein Inneres sagt über Allah Sachen, die würde ich nicht mal also über irgendwas anderes sagen, also richtiger Kufr. Daraufhin sagt der Prophet eine sehr interessante Antwort. Er sagt, das ist der wahrhaftige Iman. Das ist der wahrhaftige Iman. Also auch unterscheiden, das ist der Wissenschaft, zwischen Yaqin und diesen Sachen, die über den Menschen einfallen. Okay? Das heißt, ihr müsst euch das Herz müsst ihr euch wie eine Basis, wie einen Stützpunkt, wie einen Militärstützpunkt vorstellen. Wie so ein ne? Militärstützpunkt. Und auf diesem Stützpunkt sind Flugzeuge von Engeln, die euren Körper kontrollieren. Aber ab und zu mal schießt der Shaitan oder der Teufel mit Drohnen drüber. Er greift euch an. Genauso, wenn ihr zum Beispiel mit Gebet steht und sagt, Allahu Akbar, dann ging durch euch durch den Sachen, durch den Kopf, die würden euch im normalen Leben nicht durch diesen Kopf gehen. Das ist das Zeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Das heißt, da heißt es, der Shaitan fängt euch jetzt an zu bombardieren. Weil, wenn ihr auf dem falschen Weg gewesen wärt, der würde euch nicht bombardieren mit irgendwelchen falschen Meinungen. Deswegen sagt der Shaitan ja im Koran, لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. Ich werde wahrhaftig deine Diener, sagt der Shaitan zu Allah, auf dem wahren Weg werde ich auf sie warten und sie vom wahrhaftigen Weg abbringen. Deswegen, wenn wir auf dem wahrhaftigen Weg sind, kommt der Shaitan. Und wenn wir auf dem wahrhaftigen Weg an Allah glauben, versucht er uns dort, aber das beschädigt nicht den Iman. Daher aufpassen und wenn euch solche Sachen vorgestellt, das heißt, wenn der Shaitan kommt und versucht euch anzugreifen oder versucht euch Zweifel zu bringen, dann sagt der Prophet, sagt auf jeden Fall Amentu Billahi wa Rasuli. Sagt Amentu Billahi wa Rasuli und dieser Shaitan geht weg. Er geht weg. Und wenn er dann immer noch nicht weggeht, dann nimmt Abdes, dann geht er weg, dann der Shaitan ist aus Feuer und das Abdes aus Wasser und Abdes löscht das Feuer. Also das ist halt so. Die dritte Bedingung ist von Tawhid, ist der Ikhlas. Das heißt, die reine Absicht. Das erste war Ilm, das zweite ist Yaqin. Die dritte Bedingung ist Ikhlas. Das heißt, ihr müsst La ilaha illallah, beziehungsweise Muhammad Rasulullah, mit Ikhlas sagen. Das heißt, was heißt Ikhlas? Ikhlas heißt, so tun, als ob Allah einen sehen würde. Das ist Ihsan. Ikhlas heißt reine Absicht. Ja, ne. Ikhlas heißt, das müsst ihr wissen, ja. Ne? Ikhlas heißt, das ist die reine Absicht. Dass ihr die Tat, die ihr macht, nur für Allah macht. Denn das Gegenteil von Ikhlas ist Riya. Riya ist zum Beispiel, sagt der Prophet, das geheime Schirk. Riya ist, das heißt, was heißt Riya? Ihr betet, nur damit die Leute sagen, guck mal, er betet. Ihr macht irgendwelche islamischen Aktivitäten, nur damit die Leute sagen, die machen die islamischen Aktivitäten. Diesbezüglich gibt es auch in Hadith, der ist Sahih, da sagt der Prophet,
Es gibt drei Leute, die zum ersten Mal ins Höllenfeuer geworfen werden. Das ist ein Schahid, ein Gelehrter und noch einer. Ein Schahid, ein Gelehrter. Weil der Zekat gibt, glaube ich. War das nicht so? Es kann sein, ja, es kann vielleicht sein, dass Zekat ist. Auf jeden Fall diesbezüglich, das sind die ersten drei Leute, die ins Höllenfeuer kommen, nicht ins Paradies, die kommen ins Höllenfeuer. Jahannam gecekler yani. Alim, Schahid und noch einer. Das würden die Leute dann, ne? Da fängt der Dialog halt an, warum? Und das kommt dann halt dann beim Marschall raus, beim Tag der Abrechnung. Sie sind Schahid geworden, damit die Leute sagen, guck mal, was für ein Held der ist. Er ist Gelehrter geworden, damit die Leute sagen, guck mal, boah, was für ein Wissen der hat. Der hat das also nicht mit einer reinen Absicht gemacht, der hat das mit Ria gemacht. Er hat das nur gemacht, damit die Leute sagen, guck mal, oder er lässt ein Bart. Oh, guck mal, der hat so ein Bart. Hier zwei Hände und noch einen Knoten drunter. Warum macht er das? Damit die Leute sagen, guck mal, was für ein Bart der hat. Der praktiziert Sunna. Das ist Ria. Und das, was verlangt wird, ist der Ikhlas. Diesbezüglich in Surah Bayyinah, 5. Vers. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig, aufrichtig, yani. Aufrichtigkeit in der Religion zu sein. Ja. Das ist hier das Problem, was heutzutage in den islamischen Bewegungen allsamt, ohne einen Namen zu nennen, fehlt. Es fehlt bei den islamischen Bewegungen allsamt der Ikhlas. Viertens, das heißt Sidq. Die vierte Bedingung des Tawhids ist das Sidq, das heißt, das ist die Ehrlichkeit. Man muss schon ehrlich dabei sein und das fehlt natürlich auch bei sehr vielen Leuten, die Ehrlichkeit diesbezüglich. Sagt auch Allah im Koran, meinen die Menschen etwa, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur sagen, wir glauben und werden dabei nicht auf die Prüfung gestellt. In der Surah Ankabut, das kennt ihr alle. Das heißt, As-Sidq ist der vierte Grund. Der fünfte Bedingung ist Al-Muhabbat. Also es ist nicht so leicht, einfach La ilaha illallah zu sagen. Man hört das hier, es reicht einfach das nicht. Es hat schon Bedingungen und das sind wirklich harte Bedingungen, yani. Deswegen hat der Prophet a.s. den Dschihad eröffnet. Deswegen haben die Leute in Mekka gegen den Propheten a.s. die Waffe erhoben. Yani. Heute gibt es zum Beispiel Sekten, die sagen, ihr müsst am Tag 10.000 Mal La ilaha illallah sagen. Die können 100.000 Mal am Tag La ilaha illallah sagen, das wird nichts bringen. Aber wenn man das einmal sagt, und das ist Fars, dann reicht das, weil das ist eine Lebenseinstellung. Das sagt man einmal und lebt man durch bis zum Tod. Lebt man durch bis zum Tod. Mit diesen Bedingungen. Yani. Das fünfte Grund ist die Muhabbat. Das heißt, man muss die Liebe, das heißt, die Zuneigung dazu zeigen, zu La ilaha illallah. Und auch das Burs, das heißt, den Hass, die Verneinung gegenüber, die nicht La ilaha illallah sagen. Dieses Kapitel ist ein Kapitel für sich. Ich enthalte mich davon, weil ich dazu nicht so viel Wissen habe. Man nennt dieses im Islam El-Wela, Wel-Bera. El-Muhabbat, El-Burs kommt auch in diese Kategorie El-Wela, Wel-Bera rein. Das heißt, wo fängt Wela an? Wo fängt Bera an? Das ist ein Thema für sich. Auch eine Bedingung des Tawhids. Aber sehr viele Sachen sind auch auf Fiqh bezogen. Das heißt, auf Sachen, die ein islamischer Qadi, nicht Kadim, Qadi, das heißt, ein islamischer Richter geben muss in einem islamischen Kalifat. Das heißt, muss erstmal rechtmäßig alles anerkannt sein und dies und das. Um diesbezüglich auch ein Urteil zu geben, wie ist das Leben in Europa? Ist das zum Beispiel erlaubt? Okay, El-Wela, El-Bera. Oder zum Beispiel die Schulen. Darf man in Schuleneinrichtungen der Tawarit, darf man lernen zum Beispiel in den Schulen, darf man in Bund gehen, um dort was zu erlernen? Das sind halt solche Sachen. Man muss da schon sehr, sehr aufpassen, weil man da auch mit Feuer spielt. Aber es gibt keine hundertprozentige Sache dazu. Aber was es hundertprozentiges ist, die Liebe zu La ilaha illallah und das Burs, das heißt den Hass, das ist der Hass gegenüber des Nicht-La ilaha illallah. Ist so. Im Koran, im Baqarah Surah, im 165. Vers steht diesbezüglich auch geschrieben. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber diejenigen, die wirklich glauben, die wirklich Iman haben, die ja nicht, die Ehrlichkeit in sich haben, sind stärker in der Liebe zu Allah. Sind in der Liebe stärker zu Allah. Ja. Erhubban, Shaddan Erhubban Lillah, steht im Koran geschrieben. Auch aufpassen diesbezüglich in dieser Gesellschaft heutzutage vor allem, wenn man zum Beispiel
Ihr wisst das, wenn man zum Beispiel zum Freund oder zu der Freundin sagt, ich liebe dich über alles. Aufpassen. Aber diejenigen, die wirklich glauben, sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Also passt auf, wie ihr eure Wörter benutzt. Dann, ich habe mal so ein Eingangswort über, Eingangsvortrag über Dings gesagt, über die Wörter. Die Wörter, mit Wörtern leben wir, mit Wörtern verständigen wir, mit Wörtern lieben wir, mit Wörtern kämpfen wir, mit Wörtern akzeptieren wir, mit Wörtern leugnen wir, mit Wörtern kommen wir in den Islam, mit Wörtern gehen wir aus dem Islam. Mit Wörtern definieren wir uns, mit Wörtern beten wir, mit Wörtern kommunizieren wir. Das Koran ist das Wort Allahs, Ibrahim wurde mit Wörtern getestet, Jesus, der Sohn der Maria, ist das Wort Allahs. Koran ist keine Ahnung, also dann aufpassen, Wörter sind sehr wichtig. Dessen Rechenschaft auf jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala eines Tages verlangen wird, la wallahu la yukhliful mi'at, sagen wir dazu. Daher, die Muhabbet gegenüber la ilaha illallah muss bei euch auf Maximumstand sein. Auf Maximumstand sein. Das heißt, ich werde auch mal anders noch dazu kommen, habe ich auch schon mal gesagt, die eure Sorge muss la ilaha illallah sein. Eure Sorge muss das sein. Das heißt, wenn ihr früh morgens aufsteht, das, was ihr an erstes denkt, ist das hier. Diesbezüglich alles, was natürlich mit diesem Kalime al-Tawhid, mit unserer Fahne zusammenhängt. Das sechste, und da wissen auch sehr wenige, werde ich darüber, das ist Al-Inqiyat. Die sechste Bedingung ist Al-Inqiyat. Das heißt, das ist die Ausführung. Ihr müsst La ilaha illallah ausführen. Das heißt, ja, wie kann man das nennen? Es ist ein Aufruf zu La ilaha illallah. Es ist eine Lebensweise. Es ist keine Theorie, es ist eine Praktik. Suhruf 54. Vers, könnt ihr diesbezüglich nochmal nachgucken. Das siebte ist Kabul, das heißt Bestätigung. Im Koran steht diesbezüglich in Surah Safat, im 35. und 36. Vers geschrieben. Denn sie pflegen, wenn ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, sich hochmütig zu verhalten und sagten, sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Das ist zum Beispiel diese Redewendung, welche die Muschrikun, die Polytheisten, die Götzenanbeter gegenüber den Gesandten Allahs in Mekka zum Beispiel gesagt haben. Denn sie pflegten, denn sie sind hier die Muschrikun gemeint, auch die Muschrikun von heute, also das müsst ihr natürlich parallel leben, sehen, auch wie Usheid Kutub, Hasan al-Banna und Imam Maududi, rahmatullahi alayhim, ajma'in, das gesagt haben, ins heutige Leben rein integrieren. Denn sie pflegten und pflegen, wenn ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, sich hochmütig zu verhalten und sagten die Muschrikun, sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen? Sollen wir denn unsere Systeme verlassen? Sollen wir unsere Nationalflaggen verlassen? Sollen wir unsere Lieblinge verlassen? Wegen einem besessenen Dichters. Diesbezüglich ist mir der Spruch von Kemal Atatürk, Lanetullahi aleyh, eingefallen. Er sagt, diesbezüglich der Scharia, das heißt der Heiligen Koran, des Heiligen Korans, auf Türkisch sage ich jetzt mal, Kemal Atatürk, der Feind des Islams, sagt, biz baldırı bir çıplak Arabın vaaz ettiği kanunlara bağlı kalamayız. Und meint damit den Propheten. Das heißt, wir können nicht die Gesetze eines nackten Beduinenführers folgen. Und meint damit den Propheten, a.s. Die achte und letzte Bedingung des Tawhids ist, haben wir am Anfang schon mal gesagt, Anfang und das Ende sollte sich manchmal so wie ein Topf vereinen. Das heißt, kefertu bit Tarut. Das ergänzen wir eigentlich nur noch dazu. Derjenige, der den Tarut nicht leugnet, das heißt, die Art, die den Kufr auf dem Tarut nicht machen, können den Iman nicht leben. Das wird durch die Sheikhs, durch die Shuyuchs, haben sie diesen achten Punkt nochmal dazu gesetzt, ja. Nochmal gesagt, haben gesagt, kefertu bit Tarut. Kefertu bit Tarut. Diesbezüglich habe ich auch vorhin den Vers gelesen von Surah Baqarah 256 Jahren. Bevor das nicht vorhanden ist, bringt die ganze Sache nichts. Mit der ganzen Sache meine ich,
Gebete, Fasten, gute Taten, schlechte Taten. Nichts, nichts. Es bringt alles nichts, bevor die Muslime diese 8 sehr, sehr wichtigen Bedingungen nicht eingegangen sind. Und natürlich als Hauptbedingung ist dazu, auch als Rukun als gedacht ist, das Kefertu mit Tarut, was wir im Islam mit La Ilaha definieren, mit Nefi und Illallah, mit Isbat, mit der Bestätigung, was unser Lebensmotto ist. Das hat sich unsere Fahne reflektiert. Okay? Bevor ich abschließe mit diesem Unterricht, sage ich aber noch eins dazu. Der Tawhid ist unser Lebensmotto. Den Tawhid zu verleugnen ist unser Lebensmotto. Das heißt, das ist das, was Allah Ta'ala von uns befiehlt, um überhaupt Muslim zu sein. Yani, Muslim heißt der Teslim olan, der sich Allah oder die sich Allah hingegeben haben. Du kannst dich aber nicht Allah rein hingeben, wenn du deine Seile noch woanders hast. Egal wo es ist. Kann auch an dir selber sein. Weil im Koran geschrieben steht, im Koran steht geschrieben, hast du nicht diese Leute gesehen, die ihre eigenen Nefis, das heißt sich selbst zu Göttern gemacht haben, die ihren Hewa zu Ilah gemacht haben, ihren Gelüste zu Ilah gemacht haben. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, auch die Leute, die sowas Internet zu hören, das ist A und O, das ist die Basis einer ganzen Geschichte. Aber bitte passt auf, wie ihr das durchführt. Bitte, die Wissenschaft im Islam ist eine ganz hohe Sache, eine ganz große Sache. Und die größte Sache, die größte Wissenschaft im Islam ist halt nun mal die Tawhid-Wissenschaft, die die Zusammenfassung von 6236 Versen, beziehungsweise von 224.000 Propheten, beziehungsweise von den 23 Lebensjahren des Propheten a.s. ist. Okay? Das ist auch der Grund, warum wir erschaffen worden sind. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Passt auf, wie ihr den Kufr auf den Tawhid macht. Passt auf, wen ihr als Tawhid bezeichnet. Passt auf wen ihr Takfir macht. Wenn ihr das Takfir zu einer Lustsache macht, dann, nach den Angaben des Propheten a.s., wird der Takfir auf euch ausgesprochen. Es gibt manche Sachen, die sind so tief, ihr müsstet solche Bücher darüber lesen, um überhaupt Urteile darüber zu verstehen, geschweige denn zu geben. Und es kann nicht sein, dass Leute den Koran nicht mal richtig rezitieren können und dann anfangen, auf Leute, die irgendwo nur Steuern bezahlen, den Takfir auszusprechen. Also auf solchen Sachen sehr, sehr aufpassen, weil dies bedeutet auch, das hat unser Ahmed Leuchter mal gesagt, Fetwa zu geben heißt, ins Feuer reinzuspringen. Ja. Weil ihr redet nicht in eurem Namen, ihr redet im Namen Allahs. Deswegen diesbezüglich immer aufpassen. Aber das ist nur eine Nebensache. Das ist nur eine Nebensache. Die Hauptsache ist, schon den Takfir auf den Tawhid zu machen. Denn bevor man das nicht gemacht hat, im Kontext gesehen, ist der Iman nicht vorhanden. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين